Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man Daten wiederherstellt, die durch das Formatieren einer Festplatte, eines USB-Sticks oder einer Speicherkarte gelöscht wurden. Beim Formatieren eines Laufwerks werden einige der Informationen über den Speicherort der Daten auf dem Laufwerk gelöscht. Dennoch ist es in den meisten Fällen möglich, Daten nach der Formatierung wiederherzustellen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit hängt vom Typ des Dateisystems, der Art der Daten und der Anzahl der Dateien sowie davon ab, welche und wie viele Daten nach der Formatierung auf der Datenträger geschrieben wurden. Sehr wichtig, Sie sollten nicht auf einen formatierenden Datenträger schreiben oder sonst etwas tun, da dies Ihre Chancen auf eine Wiederherstellung reduziert. Um solche Situationen zu vermeiden, sollten Sie immer eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellen. Ein Video über die Sicherung von Benutzerdaten ist bereits auf unserem Kanal verfügbar. Ich lasse den Link unter dem Video. Fangen wir also an. Nehmen wir an, wir haben eine Festplatte mit Daten darauf. Gehen Sie in die Datenträgerverwaltung. Und stellen Sie fest, dass der Datenträger in entwarnfreiem Zustand ist und über das Netfile-Datasystem verfügt. Aber es ist eigentlich egal, welches System Ihre Festplatte hat. Sie werden gleich sehen, warum. Gehen Sie zurück zu unserem Laufwerk und formatieren es. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, Formatieren. Warten Sie die Option Formatierungsmethoden. Wenn Sie das Kontrollkästchen Schnellformatierung in der Wahlbox aktivieren, wird nur die Dateitabelle überschrieben. Die Dateien selbst bleiben unangetastet. Sie werden nur aus der Sicht des Systems verschwinden. Nach solchen Aktionen ist es durchaus möglich, Informationen von einer Festplatte wiederherzustellen, auch mit Hilfe des Betriebssystems. Bei der vollständigen Formatierung werden nicht nur die Dateien versteckt, sondern auch der Zustand des Laufwerks analysiert und festgestellte Fehler oder Schäden behoben. Anschließend wird eine neue Dateitabelle erstellt. Ein formatiertes Laufwerk kann nur mit Hilfe eines speziellen Programms wiedergestellt werden. Es gibt jedoch keine Garantie, dass alle Daten wiedergestellt werden können. Wählen Sie vollständige Formatierung. Okay. Die Festplatte ist öffentlich formatiert. Was also tun? Starten Sie die Hetman Partition Recovery Software. Wir werden von einem Assistenten zur Wiederherstellung von Dateien begrüßt. Geben Sie unser Laufwerk an. Klicken Sie auf Vollständige Analyse. Geben Sie unser Dateisystem an. Wie Sie sehen können, unterstützt das Programm die Wiederherstellung von Daten auf fast jedem Dateisystem. Deshalb habe ich gesagt, dass das Dateisystem des formatierten Datenträgers keine Rolle spielt. Die Daten werden in den verschiedenen Dateisystemen auf dieselbe Weise wiedergestellt. Um das Dateisystem Ihres Datenträgers zu ermitteln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Datenträger im Programm oder im Windows Explorer und wählen Sie Eigenschaften. Es wird im Feld Dateisystem ausgeführt. Weiter. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Wie Sie sehen können, hat das Programm mehrere Partitionen erkannt, die zuvor auf diesem Datenträger erstellt wurden. Navigieren Sie zu der Partition. Die Software hat unsere Datei erkannt. Wir können unsere Dateien auch im Vorschaufenster ansehen. Um die benötigten Dateien wiederherzustellen, verschieben Sie sie in die Wiederherstellungsliste. Wenn Sie keine haben, gehen Sie zu Ansicht, Symbolleiste, Wiederherstellungsliste, um sie zu öffnen. Geben Sie dann Speichermöglichkeiten an, Weiter. Geben Sie einen Ordner an. Wiederherstellen.
Wie Sie sehen können, werden die Dateien wiedergestellt. Dieses Beispiel habe ich auf der Festplatte gezeigt, die ich auf meinem Computer installiert habe. Auf ähnliche Weise können Sie aber auch Daten wiederherstellen, nachdem Sie ein Flash-Laufwerk oder eine Speicherkarte, eine externe Festplatte oder ein anderes Medium mit einer beliebigen PC-Anschluss-Schnittstelle formatiert haben. Ob Kartenleser, USB-Anschluss oder Typ-C-Anschluss. Bei der Wiederherstellung von Daten von einem CD-Laufwerk gibt es einige Besonderheiten. Das Vorhandensein des Trimbefehls führt zu eigenen Anpassungen bei der Verwendung dieser Art von Laufwerken. Aber darauf werde ich hier nicht eingehen. Wir haben ein separates, ausführliches Video zur CD-Datenwiederherstellung. Der Link steht in der Beschreibung. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.